getraut. Aber es ist so lange her. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Du hast schon Schwierigeres getan. Herausforderungen, die wir meistern, wirken in der Rückschau immer einfacher. Was würdest du tun? Erhobenen Hauptes zielstrebig voranschreiten. Diese Zweifel beiseite schieben. Du hast recht. Ich schätze, wir sollten zuerst zu meinem Elternhaus gehen. Ja. Yep. Geh voran. Das Leben so nah am Hafen war als Kind sehr aufregend. Wieso? Es gab immer ein neues Schiff zu sehen, neue Menschen zu betrachten, ein neues Wort von den Seeleuten zu lernen, was mir dann meistens Ärger einhandelte. Ich bin sicher, deine Mutter dachte gern an jene Zeit zurück. Ich tue es jedenfalls. So viele Gesichter, die ich nicht erkenne. Du warst lange fort. Trotzdem hoffte ich auf jemanden, den ich kenne. Jemanden, der mich an mein Leben vor meinem Aufbruch erinnert. Wir sind gerade erst angekommen. Ganz ruhig. Wer ist mit den zwei Hühnchen? Vielleicht sind die neu. Oder, Maike, was heißt neu? Aber vielleicht kennst du die ja noch. Da sind wir. Das hier nannte ich für den Großteil meiner Kindheit mein Zuhause. Großteil? Ich kam sehr jung nach Samos. Aber ich wurde in Halikarnassos geboren. Das sind Tage, an die ich mich nicht gerne erinnere. Es scheint, als hätte sich in meiner Abwesenheit nicht viel geändert. Nach Andeckung, okay. Eine Tafel? Sieht nach einem alten Spruch aus. Die Schiffe bleiben nie lange. Samos ist ein Ort, den die Menschen besuchen, doch an dem sie nicht leben wollen. Hat dieser Ort etwas an sich, das ich nicht recht erkenne? Eine meiner ersten Schriften. Ich war hier immer rastlos. Ständig wollte ich mehr über die Welt jenseits des Horizonts und über frühere Zeiten herausfinden. Okay. Eines deiner Spielzeuge? Es gehörte meinem Bruder. Ich versteckte es oft, wenn er mich nicht damit spielen lassen wollte. Und eine Shisha. Das sieht besonders aus. Mein Vater empfand die Kunst immer als guten Ausgleich, wenn ihm alles zu viel wurde. Herodotos! Mesto! Den Göttern sei Dank! Es ist viel zu lange her! In der Tat. Du siehst gut aus. Du aber auch, Theodoros. Ich fasse es nicht, dass du zurückgeschlichen kommst nach all dieser Zeit. Ich sollte los. Ich bin froh, dass du zurück bist. Du hast Nerven, kleiner Bruder. Du spazierst zurück in dieses Haus, wo du nicht mal zum Begräbnis erschienen bist. Ich bereue es, dir diesen Brief geschickt zu haben. Warum atmen wir denn nicht alle einmal tief durch? Wie kannst du sagen, ich wäre nicht zurückgekommen, wenn ich vor dir stehe? Wir kamen gleich nach Erhalt des Briefs. Dann müsst ihr aber geschwommen sein. Ich habe diesen Brief vor 5 Monaten geschickt. Und wer genau bist du? Was geht dich das überhaupt an? Ich bin... Eine Freundin. Oh, wie nett. Du gehst los und schreibst und erkundest die Welt, um Freunde zu finden. Und ich muss mich hier um alles kümmern. Ich konnte nicht hierbleiben. Ich musste fort. Du hättest mich mitnehmen können. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Einem hier liegt Samos noch am Herzen. Sag mir wenigstens, wo sie starben. Wir haben einen Ort auf den Klippen in der Nähe markiert. Such ihn auf und dann verschwinde. Hier gibt es nichts mehr für dich. So ein Arschkeks. Hat er doch auch einfach gehen können, der Piss. So. Gib ihm etwas Zeit. Ich bin mir sicher, er ist nur überrascht, dich zu sehen. Sein Blick war hasserfüllt. Atrophisch. Er hat dich sicher vermisst. Du wirst sehen. Dafür ist es ein bisschen spät.
Das war nicht der Empfang, den du erwartet hattest. Aber vielleicht der, den ich verdiene. Ich möchte erst einmal sehen, wo sie gestorben sind. Das schulde ich Ihnen. Ich begleite dich. Sehr gern. Und? Bist du bereit? Es hilft nichts, es hinauszuzögern, mich der Wirklichkeit zu stellen. Gut, dann sind wir mal gespannt, wo es hingeht. Ja, komm, hopp. Ein Brief Run to... Jetzt lauf doch, Herrgott. Hallo, mach mal Platz hier. Oh, halt die Fresse und brenn. Meine Güte, Kind. Lass den Mann durch. Mach den Esel weg. Ich kannte diese Insel früher so gut wie mein Zuhause. Ein netter Ort zum Aufwachsen. Das war er. Ich habe viel Zeit allein oder mit Theodoros und Mestor verbracht. Meine Eltern hatten hier sehr viel Einfluss und waren daher oft beschäftigt. Doch das war kein Leben für dich. Man kann als Junge nur eine begrenzte Zahl von Schiffen davonsegeln sehen, ehe einen selbst das Fernweh packt. Das Problem ist, wir sind halt immer schneller wie er. Und wenn man überhole, bleibt er stehen. Das ist so ein Scheiß. Warum kann man dann irgendwie eine angepasste Geschwindigkeit machen? Das ist immer das Gleiche bei den ganzen verschissenen Spielen. Immer dieser Fehler, dass die halt einfach deutlich langsamer sind wie wir. Wir könnten natürlich so laufen. Und dann rennt uns davon, dann bleibt er auch wieder stehen. Das ist alles Crap einfach. Das kriegen die Programmierer nicht gefixt. Das regt mich nicht auf, Mann. In Skyrim das Gleiche. Fallout das Gleiche. Überall. Leute. Witcher. Gut, da hat sie es mit dem Controller gespielt. Da konntest du die Laufgeschwindigkeit wenigstens anpassen. Aber es gibt Leute, die spielen sowas mit Maustastatur. Brüder, was ist los? Das muss die Stelle sein, von der Theodoros sprach. Ja, zünd mal sie an. Meine Eltern gingen hier gern spazieren. Ich kann nicht glauben, dass meine Eltern zuletzt hier standen, wo das Schicksal beschloss, sie uns zu rauben. Ich dachte, dass ich eines Tages über ihre Geschichte und ihre Taten auf Samos schreiben würde. Aber nicht so früh. Ich hätte hier sein sollen. Hätte nie fortgehen dürfen. Es hat keinen Sinn, über Dinge nachzudenken, die du hättest tun sollen. Das hilft nicht. Aber... Du bist kein Kämpfer, Herodotos. Du hättest das nicht verhindern können. Womöglich stimmt das. Vergiss das nicht, solange wir auf Samos sind. Ich versuche es. Ich wünschte nur, ich hätte sie noch einmal sehen können. Erinnerst du dich an etwas besonders gern? Ich weiß noch, wie mein Vater mir das Schwimmen beibrachte. Er schmiss mich vom Anleger. Ich dachte, ich würde ertrinken. Doch dann glaubte ich, einen Hai zu sehen. Ich schlug mit den Armen um mich und strampelte im Wasser, bis ich es ans Ufer schaffte. Nur um zu sehen, dass es nur Theodoros mit einem Stein auf dem Kopf gewesen war. Ich höre meinen Vater noch immer lachen und spüre die warme Umarmung meiner Mutter. Hat es deinen Eltern auf Samos gefallen? Es war für sie mehr als nur ein Zuhause. Ich sah, wie glücklich sie dieser Ort machte und wollte irgendwo... das Gleiche spüren wie sie. Mochten deine Eltern, dass du schreibst? Sie haben es immer unterstützt. Es half, dass auch Theodoros ein Talent hatte, auch wenn es ihn immer mehr zur Dichtkunst hinzog. Ohne ihre Ermunterung hätte ich meinen Traum vielleicht nie verfolgt. Wenn du deinen Eltern etwas sagen möchtest, dann solltest du das jetzt tun. Das Schreiben fällt mir immer leichter als das Sprechen. Darüber urteile ich nicht. Und Sie würden das auch nicht tun. Sie waren mein Ein und Alles. Sie haben mich immer unterstützt. Ich wusste, dass Sie sich immer für mich freuen würden.
Es tut mir leid, dass ich nicht früher zurückgekommen bin. Ich wollte euch so vieles sagen, so vieles zeigen. Mutter, du warst einer der stärksten Menschen, die ich kannte. Du hast dich immer für die Wahrheit eingesetzt. Vater, dein Mitgefühl werde ich lange bewahren. Du hast mich gelehrt, Gefühle zuzulassen. Für mich und für andere. Dein Name und deine Taten bleiben unvergessen. Wir sollten zurückgehen. Eieiei. Ach, der Kult. Hey, komm schon. Verpiss dich, Bruder. Das waren Anhänger des Ares. Warum habe ich das Gefühl, dass sie hier nicht hergehören? Dass sie auf Samos sind, ist mir neu. Hier geht irgendwas vor sich. Vielleicht wissen Theodoros oder Mestor mehr darüber. Anhänger des Ares hier. Ich verstehe das nicht. Die Frage ist, ob sie von allein kam oder ob sie jemand geschickt hat. Ja. Beides verheißt nichts Gutes für uns. Und für Samos. Ich frage mich, was meine Eltern tun würden. Genau das, was wir tun werden. Samos beschützen. Natürlich. Sein Bruder hat seine Eltern gebracht und ist ein Teil vom Kult. Ich kotze jetzt schon. Du bist zurück. Ich hoffte, du hättest schon Segel gesetzt. Dafür ist jetzt nicht die Zeit. Wir wurden gerade angegriffen. Mögen die Götter diese Griechen verfluchen. Waren es diesmal die Athener oder die Spartaner? Weder noch. Es waren die Anhänger des Ares. Die Hauptsache ist doch, dass du noch lebst. Habt ihr schon einmal von den Anhängern gehört? Nur dem Namen nach. Wer sind die? Ihnen geht es nur um eines. Krieg. Und du glaubst, sie sind jetzt hier auf Samos? Sie haben uns angegriffen. Ist dir in jüngster Zeit etwas Verdächtiges aufgefallen? Fremde Schiffe im Hafen, Gruppen von Leuten, die du noch nie gesehen hast? Nein, alles ging seinen gewohnten Gang. Eine willkommene Abwechslung. Irgendwas geht hier auf Samos vor. Wir brauchen Antworten. Sie hat recht. Die Anhänger des Ares sind gewiss nicht ohne Grund hier. Ein Grund mehr, dass du verschwindest. Wir kümmern uns darum, was hier vor sich geht. Das ist auch mein Zuhause. Ich gehe erst, wenn ich der Sache auf den Grund gegangen bin. Wenn es nicht sicher ist, solltest du nicht bleiben. Bei mir ist er mehr als sicher. Natürlich. Komm, Mestor. Wenn dieser Narr unsere Warnungen ausschlägt, ist das nicht unsere Sorge. Hey, ich weiß, aber ich glaube, das liegt erst der Bruder. Wir müssen ihn abstechen. Mit dem Messer. In den Rücken. Oder ins Knie. Sind ins... Boah, glaube ich, das wehtut. Sie waren keine große Hilfe. Hier stimmt etwas nicht. Wie konnten Theodoros und Mestor beide nichts wissen? Ich glaube, sie haben uns etwas vorenthalten. Aber warum? Genau das müssen wir herausfinden. Was nun? Wenn sie irgendwo auf dieser Insel sind, halten sie sich von der Stadt fern. Als Kind spielte ich immer in einer Höhle. Dort könnte sich das Nachschauen lohnen. Fangen wir dort an. Gut. Ich wollte die Quest gerade verfolgen, Mann, du Arsch. Danke. 681 Meter. Ah, kommt doch schnell mal das Pferd. Verfolgt er uns? Halt die Fresse. So. Nein, Sweetie, lass es auch mit dir leben. Müssen erstmal nachschauen, wo man. Wahrscheinlich Athenergebiet.
Ach, die Höhle, wo wir schon mal waren. Okay, okay. Also. Wollen wir mal. Nee, ist keine Straße in der Nähe. Worauf laufe ich denn? Auf dem Trampelpfad oder was? Ella. Was soll das jetzt? Ich drück nur W. Lauf den scheiß Treppe hoch, du Gaul. Meine Fresse. Brauch Licht, ist so dunkel hier. Kommen wir da irgendwie vorbei? Gibt's da nicht einen Weg oder so ein Scheiß? Ach ja, komm. Leck mich. Geh zu Fuß. Da war selbst Skyrim besser aufgebaut von den Wegen her. Ja, es mag vielleicht wohl so gewesen sein, aber du wirst auch irgendwann mal irgendwo langkommen. Meine Güte. Also, heute gerade ist das Spiel wieder. Nein, ich drücke jetzt einfach, ich weiß nicht, wie die scheiß Rex-Höhle ist, Alter. Meine Güte. Ich meine, das war drück V und lass Tweety gucken. Ich hoffe, Ubisoft kriegt jetzt mal besser hin mit so RPG-mäßig. Aktuell ist es gerade nicht so. Die Höhle, erkunde sie, bla bla. Oh, wie kommst du her? Ich folge dir hinein, sobald du fertig damit bist. Sie alle umzubringen. Ja, genau. Vorsichtig. Niemand darf mich sehen. Niemand darf mich sehen, ne? Ah, welches Loot ist wieder da? Ich sterbe jetzt nicht. Jo, mach weg. Die Mega-Hiebe kann man halt einfach nicht blocken, da kannst du nur noch ausweichen. So viel zum Thema Kondern. Ja, schimpf doch eh gleich. Hier haben sie sich also versteckt. Du hattest recht mit deiner Vermutung. Ich habe mich um sie gekümmert. Wir müssen trotzdem herausfinden, was sie hier überhaupt getrieben haben. Sehen wir uns um. Erstmal das Loot einsammeln. Hä? Ich hätte die Anhänger des Ares nicht für Freunde der Dichtkunst gehalten. Das sind sie auch nicht. Diese Arbeiten, die erinnern erschreckend an den Stil von Theodoros. Was haben seine Schriften hier verloren? Was wohl? Hätte nicht gedacht, dass sie Erbstücke weitergeben. Woher haben die? Das ist unser Familiensiegel. Sie müssen es gestohlen haben. Das haben sie unmöglich allein gefunden. Das hat man ihnen gegeben. Uniformen von Sparta und Athen. So konnten sie den Bewohnern von Samos Angriffe von beiden Seiten vortäuschen. Ganz merkwürdig. Hier ist eine Liste mit Namen. Ich kenne diese Namen. Alles recht einflussreiche Bewohner von Samos. Aber Mestos Name fehlt. Warum wohl? Münzen wie diese habe ich noch nie gesehen. Ich schon. Die sind persisch. Was hier wohl vor sich geht. Ich traue mich kaum zu sagen, was ich vermute. Du kennst diese Insel und diese Menschen. Sag mir, was du denkst. Aus irgendeinem Grund will Persien die Herrschaft über Samos übernehmen. Es wäre ein guter Ausgangsort für etwas Größeres. Du hast recht. Ich wünschte nur, das wäre unsere einzige Sorge. Was denn noch? Wenn Persien im Spiel ist, können sie das nicht allein getan haben. Es hätte Hilfe von jemandem vor Ort gebraucht. Jemandem mit Verbindungen zum Reich. Und Einfluss auf Samos. Ja,
Abgesehen von mir gibt es nur zwei andere, die die Schuld dafür tragen könnten. Für das, was kommt und für das bereits Geschehene. Herodotos. Nach allem, was wir herausgefunden haben, nach allem, was du gesehen und gehört hast, bitte sag mir, wer von beiden ist es? Es ist Theodorus. Er arbeitet für die Perser und hat die Anhänger des Ares hierher gebracht. Ich befürchtete, dass du das sagst, aber ich weiß, dass du recht haben musst. Was willst du jetzt tun? Ich muss mit Theodorus sprechen. Ich verstehe nicht, wie er so etwas tun konnte. Drachmen können ein großer Anreiz sein, genau wie die Aussicht auf Macht. Aber beides hatte er doch schon. Ich weiß, du willst das alles verstehen. Aber manchmal bekommen wir unsere Antworten nicht. Ja. So, nimm du die Leiter, ich bin noch ein bisschen fitter. Jetzt nehme ich die Leiter. Ich glaube, wir bekleiden den vorsichtshalber. Ach, da läuft ein Zehnter. Kannst du eigentlich aufs Pferd aufsteigen? Komm mit. Na komm. Du hinten drauf? Ja, perfekt. Wunderbar. Oh, ein Wildschwein wieder, geh weg. Aggressive Tiere sind das. So. Kann natürlich auch der Mentoros sein, oder wie er nochmal heißt. Sein Wiki-Gefährte, der mit dabei war. Oder sind auch beide. Komm schon. Oder die wollen nur, dass wir glauben, dass er das war. Ah, wer weiß. Also, oder meine Anformulierung ist, die Eltern sind dann gekommen, sie wurden ermordet. Das ist mein Gedanke. Schau mal, gerade gut Holz sein, du. Meine Fresse. So, kommst du? Dann reiten wir halt weiter. Mr. Überbequem. Ich halt alleine. Hallo. Es ist, als hättest du vergessen, dass du nicht mehr hier lebst, Herodotos. Wir wissen, was du getan hast. Wir fanden die Höhle, in der sich die Anhänger des Ares versteckten. Warum arbeitest du für die Perser? Das Volk von Samos verdient es nicht, dasselbe Schicksal zu erleiden, das uns widerfuhr. Oder weißt du nicht mehr, weshalb wir fortgingen? Wie kannst du es wagen? Alles, was ich tat, geschah zum Wohle von Samos. Ich wollte Samos von diesem Krieg befreien und du bezichtigst mich, es den Persern geben zu wollen. Hast du ihnen befohlen, unsere Eltern zu töten? Oder war das ein Versehen ihrerseits? Ich... Du hättest nie hierher zurückkommen sollen. Oh, Theodorus. Ich weiß, du liebst deinen Bruder sehr, aber das hier ist noch nicht zu Ende. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Samos zu beschützen, und noch ist es nicht sicher. Wir müssen ihm nach. Und wohin? Zu Mestor. Theodoros wird zu ihm wollen. Okay. Unmöglich befohlen haben, uns anzuhalten. So. Das hier gleich tot. Zack. Wir müssen Mestor finden. Auf der Ostseite der Insel kommen Schiffe in einer Bucht. Warum ist der Sound jetzt gerade so leise, wenn die quatschen? Ist mir gerade schon aufgefallen die ganze Zeit. Jo, mehr geht nicht. Was zeigt er mir gerade im Durchschnitt? 47, wusch.
Jetzt fass ich aber anders auf. Ein Copygeld. Level 59, süß. Kommst du da mit? Ah, das sind sogar Treppen, ja, perfekt. Kommst du hinten drauf? Perfekt, wunderbar. Komm, Pebbles. Es gibt ein schönes rotes Kleid für Cassandra, so als Komplettkörperanzug. Hat bestimmt auch was, aber ja. Ja, ja, Bruder, ist okay. Ja, es ist wieder Treaty ein. Ich glaube, er will hier bleiben. Ich will nur reden. Haus nicht sehen. Ach, okay. War nichts mit Räder. Verdammt doch mal! Muss ich hochkommen? Du kannst ja überhaupt nichts. Ach, halt doch die Fresse hier, krieg ich mal überhaupt nichts. Du hörst mir, du. Komm. Verpiss dich. Kommt doch nochmal. Dieses Mal entkommt sie nicht. Ja, genau. Das tut mir jetzt nicht weh, dass er noch kommen könnte. Ach, hallöchen. Freiheit! Steige meines Ewigs! Okay. Theodoros zu Theodoros zu Herodotos. Meine Fresse, Blivada. Ist aber schnell zu Fuß, der Kleine. Und lauf und lauf und lauf und lauf und lauf und ist da. Du bist jetzt in Sicherheit. Wo ist Mestor? Er ging, nachdem er mich einsperren ließ. Er wirkte ungeduldig. Theodoros. Kein Wort mehr von dir. Halt du doch die Fresse, du Arsch. Verzeih. Sobald du dich um Mestor gekümmert hast, musst du endgültig fort. Samos braucht dich dann nicht mehr. Genauso wenig wie ich. Du weißt, was jetzt getan werden muss, oder? Bedauerlicherweise, ja. Du kannst zurückbleiben, wenn du willst. Ich kann es selbst tun. Nein, ich muss ihn sehen. Ich muss wissen, warum er das getan hat. Ja, woher soll man das denn wissen? Es kann ja gut sein, dass er das war. Das war alles ziemlich verdächtig. Wir wissen, dass du gehst. Du stehst am Fallenkopf. Dann kannst du gar nichts mehr sagen. Drecksack, Alter. Legen um. Wer ist dafür? Abstimmen, bitte. Alle? Wunderbar. Perfekt. Eindeutige Wahl. Kurz Zwischenspeichern. Wir können generell mal kurz speichern. War das Zwischenspeichern jetzt kapiert? 10.42 Uhr. Yep, hat er gerafft. Gut. Ups. Der ertrinkt. Du machst es mir zu einfach. Ach, da ist er ja. Hi. Gut, gut, ich bin ertappt. Wie konntest du nur? Nach allem, was unsere Familie für dich getan hat,
Sie nahmen dich auf und du hast sie umbringen lassen. Das war ein bedauerlicher Unfall. Du kannst mir glauben, ich beweine täglich ihren Tod. Ich glaube kein Wort aus deinem Mund. Warum sollte Theodoros dir helfen? Verbündete sind rar gesät und Theodoros zeigte sich mehr als gewillt. Sag mir, was die Perser planen. Samos wäre ein guter Stützpunkt, findest du nicht? Du hast Samos verraten, deine Familie, nicht deine... alles ist schwarz und weiß. Manchmal brauchen die Menschen andere, die für sie die besten Entscheidungen treffen. Und ich werde über Samos herrschen dürfen. Mhm. Das spielt keine Rolle mehr. Die Anhänger des Ares, die für dich arbeiteten, sind tot. Jeder wird von deinen hinterhältigen Plänen erfahren. Dafür sorge ich. Oh, darauf hoffe ich. Ich wollte immer, dass man sich an meinen Namen erinnert. Aber ich würde nicht gleich mit dem Schreiben anfangen. Wie meinst du das? Die Schiffe sind bereits unterwegs. Lass ihn laufen. Wir müssen die Schiffe aufhalten. Ich treffe dich dort.